Da ist einem auch nicht nach Grinsen hier. Ist wer? Naja, ich sagte, hier ist einem auch nicht nach Grinsen. Also, Karre abbauen, neues Konzept muss her. Ich muss mein Konzept überdenken. Also das Chassis war definitiv zu schwer und die Räder sind damit nicht klargekommen. Ja, Arthas, brauchst du nicht so vorwurfsvoll gucken. Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag erbaut. Richtig? Richtig, hat er nicht. Ergo. So. Diesmal bauen wir, glaube ich, eine viereckige Variante. Okay, dann lächeln wir halt mal. Mir wird unterstellt, ich würde nicht lächeln heute. Und? Hä? Von wem? Auf Twitch. Wer guckt dir denn zu? Megabyte 0, 1, 2, 3. Aber ich muss hier aufpassen mit dem Umswitchen, sonst... Vielleicht wäre mal eine Rahmenbauweise. Vielleicht ist das denn ein bisschen leichter. Ich habe gestern schon zugeguckt. Immer schön lächeln. Immer schön lächeln. Na. Du wieder. Oh, ich hasse es. Manchmal bin ich echt zu doof. Kann ich die Light-Chassis zwischen reinbauen? Ja, nice. Ja, klar. Ja, nee, weil sonst nicht, dass es... Ernsthaft? Ernsthaft? Ich treffe nicht mal mehr die Löcher. Darfst du eigentlich auch nicht laut sagen. Kann ich die eigentlich auch zwischendrin noch austauschen? Das Heavy Chassis ist ja eigentlich bloß für Ding da. Für die Stabilität, ne? Das heißt, ich brauche... Nö, die Heavy werden nicht so schnell zerstört. Ja, das heißt, eigentlich brauche ich die ja bloß an den Stellen, wo keine Räder sind. Ready? Ready. Ich muss hier gleich mal Steering. 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 Nee, manchmal treffe ich echt keine Löcher, ne? Das. So. Stabilitätsreifen. Ich bin ja so ein Fan von Stabilitätsreifen, weißt du, in der Mitte. Nennt man die dann Tragreifen? Nee, es ist aber auch gut, mehr Reifen zu haben, denn... Ja, wenn die weggeschossen werden, dann stehst du mit dem Arsch an der Wand. Dann stehst du echt mit dem Arsch an der Wand. So, wo setzen wir denn jetzt unseren Seniores hin? Special. So, Midnight. Genau, so. Dann habe ich nämlich gesehen, Inventari. Dann habe ich ja diese komischen frontschwenkbaren Kanonen. Ich probiere immer, weißt du, diese Scheißspiele, die einem immer die Tab-Tasten geben, ne? Ich probiere immer über die Tab-Taste da. Okay, dann muss ich dich, glaube ich, mal abbauen. Okay. Okay. Das funktioniert, glaube ich, wo eher. Ne? Auch nicht. Ach, sag mal, was ist denn das? Dann kriegst du da vorne eine Kanone hin. So. Ich werde ernsthaft dafür ausgelacht, dass ich gesagt habe, ich treffe keine Löcher. Ich finde das unfair. So. Genau, und jetzt brauche ich einen normalen Cube. Einen normalen Cube, die baue ich
dahin. Was ist denn... So, dann bauen wir hier einen normalen Cube hin. Warum habe ich denn jetzt auf einmal auf Heavy Cubes gewechselt? Ah, okay. Heavy Cubes neben dem Fahrer sind eigentlich ja gar nicht schlecht, all dieweil... die halten ja länger, hast du gesagt, ne? Ja. Okay, gut. Das heißt also, ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich tue es trotzdem. So, dann baue ich jetzt hier eine schwenkbare Kanone hin. Da eine schwenkbare Kanone drin. Dann habe ich vorne schon mal 3 Stück. Mein Pilot möchte gerne etwas sehen. Das heißt, ich brauche eine Frontscheibe. Die, glaube ich, eigentlich auch mehr Style als alles andere ist. Und die lässt sich jetzt da nicht hinbauen, weil da die Kanonen sind. Ernsthaft? Really? Jetzt habe ich aber vor irgendwas gedrückt und hatte auf einmal einen anderen Stein. Okay. Ja. So. Lässt du dich wenigstens dahin bauen? Ernsthaft? Hm. Der Stein mag mich auch nicht. Hm. So, jetzt schauen wir uns mal den hinteren Teil vom Fahrzeug an. Hm. So, jetzt habe ich die Steine schon mal in der Hand. Jetzt kriegt er hier eine nette Glasnische. Okay. So, Tech Cubes. So, dann bauen wir hier einen hin, dort einen hin, dort einen hin, da. So. Really? Ernsthaft? 2 Steine? Soll ich hier hinten eine Lücke lassen? Ne, und ich wollte da auch echt bloß einen hin machen. Das Spiel ist aber auch ein bisschen nervös, kann das sein? Wie? Was treffen? Was, wo, so, wie, wen, wo? Warum soll ich wen treffen? Hä? Verwirrung. Ich baue hier immer noch an meiner Gerät rum und kann hier gar keinen treffen. Nee, nee. Das sieht doch mal nice aus. Oh. Manchmal mag ich mich echt selber. So. So, jetzt. Inventar. Jetzt wollen wir doch nochmal nach einem Schießgerät gucken. Soll ich mal hinten 2 von solchen Launchern draufbauen? Zielt der jetzt auch hoffentlich nach vorne? Ah, 180 Grad. Okay. So, jetzt habe ich hier hinten 2. Warum sind die vorderen jetzt eigentlich rot? Sagt er mir damit nur, dass ich da nichts mehr hinbauen kann? Oder... Hm. Ich weiß es auch nicht. Ich gehe mal auf die Battle. Was sagt er? You have more than one type of weapon on your robot. One... Du kannst nicht zwei. Ah, okay. Das soll einem einer... Warum lässt das denn überhaupt zu, dass ich es hier drauf baue? Ach so, jetzt hat er alle Waffen runtergenommen. Ja, das ist ja ein Schlaumeier. Ah, dann nehme ich nur die Tier-1-Gun vorne. Okay. Dann muss ich jetzt wechseln. Was? Mein Panzer sieht scheiße aus? Na danke. Ja, sagt wer? Der nette Zuschauer auf meinem Kanal sagt, dass mein Panzer scheiße aussieht. Ernsthaft, jetzt habe ich auch noch den Spoiler wieder abgebaut. Ach, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Aber damit könnte ich mich den ganzen Nachmittag beschäftigen hier. Fürs nächste Mal überlege ich mir wirklich dann, was ich so nebenher erzähle, ob ich hier irgendwie so eine Geschichte... ob ich hier nicht irgendwas aus der Bild-Zeitung rezitiere oder irgendwas. Wäre auch eine Idee, oder? Alter, meiner kriegt voll die Bad Wings hier. Einer ganz fieser Gerät. Das sieht mal voll hübsch aus. Ich bin voll stolz auf mich. Ich finde meinen Panzer schön. Ne? Achso, da... Ah, da kann ich keine hinbauen. All die weil... Ja, ja, Ironie, Ironie. Das sagen sie jetzt, weißt du? Wo sie mich schon beleidigt haben. Ich brauche Waffen auf diesem Fahrzeug.
Waffen. Ein Panzer ist für Waffen da und nicht zum Ohrgucke. Nee, du sollst. Was hält man da eigentlich davon, wenn man den Panzer so ausrichtet, dass die Waffe eigentlich immer auf den Fahrer zielt? Dann hat sich das Spiel schnell erledigt. Nee, ich glaube, du kannst dich nicht selbst. Nee, nee, so Friendly Fire ist aus. Das habe ich schon mitgekriegt. So, und jetzt mache ich ja was total Schickes. Pass mal auf. Chassis. Jetzt gibt's doch hier. Dann bauen wir jetzt hier erstmal eine Glaskuppel ein. Dann spielt man einmal den Ball zurück, weißt du, und dann kriegt man denn hier gleich traurige Smileys geschickt. Und wenn er erst, aber erst sagen, mein Panzer ist hässlich. Ich bin hier voll kreativ oder so. Ich baue jetzt einen Überrollbügel. Weil, weißt du, was passiert, wenn du einen Überrollbügel hast? Überrollen. Nee, mehr Platz für Waffen. Ja. So, jetzt brauche ich hier solche Glassteine. Kann ich den eigentlich... Ach, der passt vor den Fahrer. Ach nee, und da kann ich wieder keinen dazwischen bauen. Okay. So, Hardware. Jetzt kann man da oben noch eine Kanone drauf bauen. So, nice. Aber ich schwebe immer weiter weg. Alter, was für eine fiese Gerät. Ich bin voll kreativ. Ich gebe mir hier voll viel Mühe. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. So, und jetzt lassen wir erstmal kurz 2 Sekunden dieses wunderbare Fahrzeug auf die Welt wirken. Guck mal, da oben fährt zum Beispiel einer. Ah, guck mal hier, Alter. Da hat einer einen Skorpion gebaut. Das sieht ja mal geil aus. Wie gesagt, das sind Vorgefertigte. Das ist keiner in der freien Welt. Das ist nur Practice. Ja, das ist voll der Gerät. Meiner sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie ein Skorpion. So, wie lässt du dich fahren? Ah, okay. Ein bisschen unstabil, aber schon ein bisschen schneller. Man bestaune mein Fahrgerät. Moment. Der sieht doch mal hübsch aus. Oh, ah, ah, ah. Oh, Stein. Auf dem Stein festgefahren. Ernsthaft? Nein. Nein, mein Fahrzeug ist nicht ausgeklügelt. Ruf jemand die NASA. Stimmt eigentlich, so wie ihr, was ihr gesehen habt hier bei Self-Destruct. Yes! Ah, okay, das ist cool. Ich kann mich selber in die Luft sprengen, ist das geil. Aber bitte nicht an der gleichen Sprengung. Was ist denn bitte Any Key? Ja, da steht Press Any Key. Ja, such mal die Any Key. Ja. Alter, was für ein fieser Gerät. Ja, ein bisschen im Handling noch ein bisschen unausgeglichen. Ja. Das ist alles Beherrschung beim Fahren hier. Deswegen gab Vater Staat mir auch einen LKW-Führerschein. Alter, ich kann jetzt so Rabatz machen mit dem Ding. Aber das Ding muss nochmal in die Werkstatt. Hier muss noch dran rumgeklügelt werden. Ah, okay, bremsen geht so. Okay, zurück zum Mutterschiff. Ich könnte da eigentlich noch mehr Kanonen dran bauen. Wie viele Kanonen habe ich denn eigentlich noch?